Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 16. November 2020. Heute habe ich etwas relativ Neues und etwas relativ Altes an. Das Neue, was ich habe, das kennen viele, die schon mehr Podcasts von mir gesehen haben, schon aus der Entstehungszeit. Das ist eine Quadratjacke, die ich im Patent gestrickt habe und das war so ein bisschen so ein Experiment. Und ich hatte vorher eine Quadratjacke im Lochmuster gestrickt, die mir sehr gut gefallen hat. Und ich dachte mir, wenn man das im Patent strickt, ist es noch ein bisschen wärmer und kuscheliger. Und dann habe ich angefangen in der Mitte und habe an vier Stellen zugenommen. Und das wuchs eigentlich auch ganz schön, aber irgendwann merkte ich dann, dass die Zunahmestellen keine Geraden bilden, wie bei dem Lochmuster, sondern dass es eben so diese Spiralform gibt. Dass die Zunahmen aufgrund der Art und Weise, wie ich die gestrickt habe, dass sich das so dreht. Und dann war ich erst unsicher, ob das taugt und habe dann erstmal ein anderes Quadrat gestrickt im Patent, wo ich die Zunahmen so gestaltet habe, dass es eben wirklich gerade lief. Aber dann habe ich gedacht, komm, ich mache es trotzdem fertig. Und dann hat das 3 Jahre gedauert. Ich habe im September 2017 habe ich das angefangen und im September 2020 habe ich es endlich fertig gemacht. Und dann habe ich eben beim Abketten habe ich einen I-Cord dran gestrickt. Und weil Patent so sich so sehr dehnt, habe ich dann also ich habe immer zwei Reihen I-Cord gestrickt und dann eine Masche zusammengestrickt. Also ich habe eine Reihe I-Cord ohne Zusammenstricken gemacht und dann eine Reihe I-Cord mit Zusammenstricken. Das hat auch eine gefühlte Ewigkeit gedauert, aber egal. Und dann habe ich also die Quadratjacken funktionieren ja so, dass man das Quadrat dann halbiert und dann kann man hier so ein Stück zusammennähen. Man kann auch theoretisch hier ein Stück zusammennähen, je nachdem, wie man das will. Ich wollte aber gerne an den kurzen Seiten ein Stück zusammennähen. Und weil aber durch diese ungewöhnliche Form es eben keine so klaren Ecken gibt, habe ich dann auch nicht direkt an der Ecke angefangen mit zusammennähen. Also die eine Ecke von dem Quadrat von der Seite wäre hier und im Prinzip hier irgendwo ist die andere Ecke. Und dann bin ich ein Stück reingegangen, habe da dann ein Stück zusammengenäht, so dass man den I-Cord sehen kann. Und habe dann gedacht, naja, ist ein bisschen schief und unförmig, aber mal gucken und vielleicht trage ich es ja trotzdem. Und jetzt habe ich das eben seit September zu Hause rumfliegen und habe festgestellt, ich trage das wirklich ziemlich oft. Und ich trage es oft, dass ich die Ärmel reinstecke, ganz normal, wie das als Jacke gedacht ist. Aber manchmal lege ich es mir auch einfach nur so um die Schultern, wenn ich so mir ein ganz kleines bisschen nur warm haben will. Aber ich habe festgestellt, man kann auch ganz gut, dadurch, dass man eben diese Armlöcher hat, man kann ein Ende durch das eine Armloch durchstecken und dann hat man einen richtig schönen Schal, der eng sitzt und warm und kuschelig ist und aber auch fest sitzt. Also das rutscht jetzt nicht irgendwie weg, dadurch, dass das Ende hier durchsteckt und kann man eine Jacke drüber ziehen oder man kann eben zu Hause so rumlaufen und dann kann man sich das noch gestalten, wie man das will. Und also ich bin mit diesem etwas seltsamen Experiment inzwischen super, super glücklich und inzwischen denke ich auch, dass ich gerne noch eins stricken würde. Jetzt hat sich meine Kette gerade, hat sich gelöst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich doch nochmal eine Quadratjacke im Patent stricke. Ob ich dann wieder die Spirale mache oder ob ich dann doch gerade Zunahmen mache, überlege ich noch. Aber was ich auf jeden Fall machen würde, ist im zweifarbigen Patent stricken, damit ich dann, wenn ich beide Fäden gleichzeitig halte, dass ich sozusagen zwei Runden in einer machen kann und dann nicht ganz so lange brauche wie bei diesem Quadrat. Ja, das ist das relativ Neue, das ist das Ältere. Der Pulli ist ein Modell gewesen von Wolle Rödel, den ich damals für das Schaufenster gestrickt habe. Die Farben sind nicht so komplett meins. Also manche Farben gefallen mir super gut, manche Farben gefallen mir nicht. Ich hätte nie im Leben diese Kombination gewählt. Aber das war eben bei Wolle Rödel damals so üblich, dass wir die Modelle aus dem Prospekt genauso nachstricken mussten, wie sie da im Prospekt waren, damit sie dann im Schaufenster dann auch eben wiedererkennbar waren. Aber wir durften die Größe selber entscheiden, die wir stricken wollten. Und ich habe dann gedacht, naja, ist zwar ziemlich bunt, aber ich mag bunt und die Wolle ist total schön. Das ist die Sienna von Wolle Rödel. Das ist eine reine Merino-Wolle. Und und dann habe ich das gestrickt und ja. Und ich habe eigentlich habe ich gedacht, ich wäre jetzt mit allen meinen alten Klamotten durch, im Video zu zeigen. Und dann habe ich vorhin, als ich überlegt habe, das anzuziehen,
weil ich bei dieser grauen, bei dem grauen Jäckchen kann ich ja gut was Buntes runterziehen. Und dann wollte ich gucken, wann ich den Pulli schon mal im Video anhatte und ich habe nichts gefunden. Also es kann sein, dass der irgendwie bei meinem, als ich überlegt habe, was habe ich noch nicht gezeigt, dass der durchs Raster gefallen ist. Und oder ich habe die Aufzeichnung nicht gefunden, wann ich ihn getragen habe. Aber ist egal, heute habe ich ihn an, jetzt habt ihr ihn gesehen. Und ja, ich bin ja an sich schon am Wiederholen, dass ich jetzt Sachen wieder anziehe, die ich schon mal gezeigt habe. Aber ich denke, wenn ich das letztes Jahr irgendwann mal anhatte, das stört auch nicht, wenn man es nochmal sieht. Hoffe ich zumindest. Ja, so, das zu dem, was ich anhabe, dann zu meinen fertigen Projekten. Und ich habe einiges fertig gekriegt. Das ist der Vorteil, wenn man kleine Sachen strickt, dann kriegt man die auch fertig. Und bei meinen fertigen Sachen sind zwei Mützen dabei. Die erste Mütze ist die aus der Musterschlacht, von dem Opal-Abo aus der Musterschlacht von Ravelry. Da hatte ich ja mir dieses Muster überlegt und habe mit zwei Kontrastfarben diese Kleeblätter oder Blümchen reingestrickt. Und das ist eben die Farbe von dem Knäuel, das in der Musterschlacht jeder benutzen muss. Und ich hatte letztes Mal ja schon mit den Abnahmen der Mütze angefangen und die habe ich dann einfach fertig gemacht und nun ist die Mütze fertig. Relativ schlicht und unspektakulär, aber ich finde sie sehr hübsch, sie passt sehr gut und ich bin sehr zufrieden mit dem, wie das Ganze rausgekommen ist. Und wer von euch Lust hat, man muss nicht in der Opal-Abo-Gruppe drin sein, um sich die Bilder anzugucken. Also ihr könnt einfach auf Ravelry Opal-Abo-Gruppe suchen und dann Musterschlacht. Und dann kann man auch, wenn man will, oben gibt es irgendwo einen Reiter, da steht dann Bilder oder Pictures. Und dann kann man sich einfach nur die Bilder angucken. Und dann sieht man die ganzen verschiedenen Projekte eben aus dieser Farbe, ohne dass man dann die ganzen Kommentare und so lesen muss. Ja, das war die erste Mütze. Und die zweite Mütze, die habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Die hatte ich letzte Woche nur angekündigt. Und zwar habe ich jetzt aus der Simple Collection im Rahmen unseres Knit-Alongs jetzt noch die Mütze dazu gestrickt, die Bali-Mütze. Und ja, ich ganz kurz, ich hatte ja angefangen, als ich den Knit-Along angefangen habe, mit einem Knäuel 6-fach Sockenwolle, das sind 150 Gramm, und zwei Knäuele Mohair Seide von Hansa Farm und habe den Faden dann immer doppelt gehalten. Und erst hatte ich den Loop gestrickt und da hatte ich ja eine Hälfte mit dem dunklen Mohair, eine mit dem hellen Mohair, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welches ich möchte. Und das fand ich eine schöne Sache. Und dann habe ich bei den Handschuhen gedacht, ach komm, ein so ist eine wunderbare Sache und bin ich auch super zufrieden mit. Und dann hatte ich aber immer noch Wolle übrig und dann habe ich überlegt, ich habe erst überlegt, ob ich alle drei Fäden zusammenhalte für die Mütze, dann wäre die halt richtig kuschelig weich geworden. Aber ich habe dann die Wolle gewogen und durchgerechnet und bin der Meinung gewesen, das reicht nicht. Habe ich auch übrigens recht gehabt. Und dann habe ich aber für das Bündchen, ich dachte, dafür reicht's, da habe ich dann alle drei Fäden doppelt, drei Fäden doppelt. Also ich habe alle drei Fäden zusammengehalten und habe also jetzt ein ganz, ganz kuscheliges Bündchen und habe dann bei dem Rest der Mütze immer gewechselt zwischen dem hellen und dem dunklen Mohair. Und erst hatte ich überlegt, dass ich in jeder Runde wechsle, aber dann ist mir aufgefallen, dass bei dem Krausteil, dann hätte eine Farbe wäre immer glatt und eine, also rechts und eine Farbe wäre immer links gewesen. Und das fand ich irgendwie nicht so schön. Und jetzt habe ich dann das so gemacht, dass ich immer nach zwei Reihen gewechselt habe. Also zwei Runden habe ich helles Mohair, zwei Runden dunkles Mohair. Und witzigerweise, dadurch, dass die Sockenwolle so in sich gestreift und gemustert ist, fällt es nicht doll auf, finde ich. Also ich finde, hier oben sieht es ein bisschen streifiger aus als hier unten. Hier ist es relativ gleichmäßig. Ich finde, diese helle Reihe fällt total raus, wo Sockenwolle und Mohair hell sind. Und ich vermute, dass hier zum Beispiel dann beides dunkel war. Also ist ganz witzig. Aber mir gefällt es, ich bin super zufrieden. Und ja, und dann ist dieser Rand jetzt hier. Ich kann Mohair ja sehr, sehr gut vertragen und gut tragen. Und das ist richtig, richtig schön weich und angenehm. Und ja, ach genau. Und was ich sagen wollte: Von den 150 Gramm Sockenwolle habe ich das noch übrig, nachdem ich diese drei Projekte alles gestrickt habe. Also das alles zusammen plus das sind 150 Gramm sechsfache Sockenwolle. Und von dem Mohair habe ich von dem hellen Mohair so viel übrig. Ich habe es nicht gewogen, weil da ist meine Waage nicht genau genug. Und ups.
Das ist alles, was ich von dem Dunklen übrig habe. Ich habe nämlich bei der Mütze, als nachdem ich angefangen mit den Abnahmen angefangen habe, habe ich nicht mehr gewechselt. Also ich habe, hier ist die erste Abnahme. Bis dahin habe ich gestreift und dann habe ich hier oben den Rest habe ich nur mit dem dunklen Mohair gestrickt. Was witzigerweise überhaupt nicht auffällt, dadurch, dass die Sockenwolle hell und dunkel abwechselt. Das ist echt total witzig. Und was übrigens auch lustig ist, da habe ich zwei glatt Rechtsmaschen zwischen den Krausmaschen. Ich habe keine Ahnung, wieso und warum. Und ich habe es offensichtlich, trotzdem ich Abnahmen gestrickt habe, wo ich ja hingucken muss, habe ich es offensichtlich überhaupt nicht gesehen und wahrgenommen. Persönliche Note, künstlerische Freiheit, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Tatsache, dass von dem Dunklen nur so wenig übrig ist, ist der Beweis, dass ich, hätte ich die beiden Fäden die ganze Zeit gestrickt, das hätte auf keinen Fall gereicht. Und deshalb bin ich froh, dass ich das so abgewechselt habe. Und ich finde, das als Rest ist schon eigentlich gut. Gut aufgebraucht. Und ja, das sind also die bisherigen Projekte von meinem Knitalong. Und ich habe natürlich noch was anderes angefangen, aber das zeige ich euch dann nachher bei den Sachen, die in Arbeit sind. So, dann habe ich das Baby Surprise Jacket fertig. Da hatte ich ja jetzt das in Achtfachwolle gestrickt. Und da wir gerade beim Thema sind, wie weit kommt man mit einem Knäuel? Also 150 Gramm achtfache Sockenwolle reichen nicht für ein Baby Surprise Jacket. Aber es gibt keine einfarbige Knopfleiste. Ich habe nämlich gemerkt, dass das nicht reicht und habe dann schon mal drei Reihen weggelassen. Und habe dann, als ich dachte, jetzt wird es knapp, angefangen abzuketten. Und ich habe hier vorne runter, unten rum. Bis hier hat es gereicht beim Abketten und genau hier war das Knäuel zu Ende. Und dann habe ich für dieses Stück hier hoch, habe ich dann eine andere Wolle nehmen müssen. Es ist auch eine Achtfachwolle von Opal. Der Blauton ist ein ganz kleines bisschen anders als das Blau in dem Knäuel, aber also im Original, in Wirklichkeit fällt es ein bisschen mehr auf als auf der Kamera. Ich finde, in der Kamera fällt es eigentlich gar nicht auf und ja, wenn die Knöpfe zu sind, sieht man das sowieso nicht. Also von daher habe ich da kein Problem, dass ich da zu einem anderen Knäuel gegriffen habe. Hätte ich auch theoretisch dann mit dem anderen Knäuel noch die anderen drei Reihen stricken können. Aber dann wäre es vielleicht doch mehr aufgefallen, weil in dem Knäuel dann noch wieder andere Farben drin waren, außer diesem Blau. Und deshalb denke ich, das ist ganz okay. Die drei Reihen am Rand fallen nicht auf. Ich habe genug Rand gestrickt, dass die Knöpfe vernünftig hinpassen. Genau, also normalerweise wäre halt hier an der Seite und an der Seite und nach unten hin eine Rippe mehr gewesen. Aber das ist wirklich nicht wild. Aber es ist gut zu wissen, dass man irgendwie einen Plan B braucht, wenn man achtfache Wolle nimmt, beziehungsweise einen Rest von was Passendem oder man lässt halt noch eine Reihe mehr weg. Also hätte ich vier Reihen weggelassen und das vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich die Knopflöcher einen Tucken vorher gemacht. Und dann kann man das genauso gut machen. Also das ist dann auch okay. Ja, und dann hatte ich ja gesagt, wenn die Jacke fertig ist, dann zeige ich die nochmal im Vergleich mit den anderen beiden Größen. Also das war die Jacke aus Sechsfachwolle im Vergleich zu der aus Achtfachwolle. Ne, da sieht man, dass es weiter ist. Vorder- und Rückteil gucken so ein kleines bisschen raus. Die Länge ist ein kleines bisschen länger. Und das war eben das Jäckchen, was ich irgendwann früher schon mal gestrickt habe, aus Vierfachwolle. Und da sieht man, dass es immer gerade so ein bisschen größer wird. Und ich habe die Vierfachwolle mit einer Vierernadel gestrickt, die Sechsfach mit 4,5 und die Achtfach mit 5. Also es ist auch nur eine halbe Millimeter größere Nadel. Und es ist gerade immer so ein bisschen mehr. Und ja, finde ich ganz spannend. Also normalerweise stricke ich die Vierfachwolle gerne für Neugeborene und dann die anderen habe ich dann gedacht, ist dann für ein bisschen größere Babys. Aber ein bisschen größere Babys muss ja nicht unbedingt heißen, dass es schon älter ist. Manchmal sind die ja auch bei der Geburt ein bisschen größer als andere. Und ich denke, es kommt immer ein bisschen drauf an, für welche Jahreszeit man strickt. Also ich denke, wenn es nicht Winter ist, dann ist die Vierfachwolle so ganz nett, dass man, wenn es ein bisschen kühl ist, dem Baby was überziehen kann. Die Sechsfach und Achtfach, das ist halt wirklich für Winterbabys. Und wenn die Jacke dann ein bisschen zu groß ist, das macht ja auch nichts, dann kann man sie vielleicht
die Ärmel umschlagen, obwohl die Ärmel sind relativ kurz. Und dann kann man sie vielleicht im Frühjahr noch an einem kalten Tag anziehen. Also von daher, das ist ja da immer so ein bisschen variabel. Ja, aber jetzt erstmal Baby Surprise fertig. Jetzt, wenn ich das nächste Mal was Babymäßiges stricke, dann erstmal was anderes, hatte ich ja versprochen. So, und dann fehlt noch ein fertiges Projekt. Und da gehe ich jetzt einmal kurz von meiner Routine weg und zeige was noch nicht ganz Fertiges zur Erklärung. Und zwar, beziehungsweise ich zeige ein halbfertiges Projekt. Ich habe euch ja letztes Mal die Hausschuhe oder den Anfang der Hausschuhe gezeigt, die ich am Stricken war. Da habe ich eine alte Achtfachwolle von Opal, eine alte Farbe zu Hause aus meinem Vorrat genommen und habe angefangen, diese Patches Schuh oder Hausschuh zu stricken. Und ich finde das Ding total klasse. Das ist sehr schön geworden. Es passt, es ist ein Hauch zu groß. Also ich kann das sehr gut mit einem anderen Paar Socken anziehen, was ich gerade im Winter eigentlich immer mache, dass ich schon Socken anhabe und dann Hausschuhe an. Manchmal habe ich auch eine Strumpfhose und Socken und dann noch die Hausschuhe an und so. Von daher ist es nicht schlimm, dass die ein bisschen groß geraten sind. Aber ja, der Grund, weshalb ich dann noch ein zweites Paar angefangen habe, bevor ich dieses Paar fertig hatte, liegt daran, dass meine Schwester diesen Schuh gesehen hat und ihn sehr mochte. Sie meinte, sie hätte, wenn gerne, welche, die noch dicker sind und vielleicht auch ein bisschen fester. Und natürlich eine andere Farbe. Türkis ist meine Farbe, nicht ihre. Und da meine Schwester letzte Woche Geburtstag hatte, war das natürlich ein guter Grund, zu sagen, ich lege meine auf Eis und ich fange welche für sie an. Und das sind die Hausschuhe für meine Schwester. Das ist auch eine Opalwolle. Und zwar habe ich sechsfach Wolle genommen, aber doppelt verstrickt. Die eine Farbe ist eine mit Pink, Lila und Gelb. Genaue Farbe habe ich gerade nicht im Kopf. Ich werde es auf Ravelry nochmal einstellen. Und dann habe ich einen dunkellilanen, einfarbige Sechsfachwolle. Die beiden habe ich doppelt genommen und habe das mit einer 4,5er Nadel gestrickt. Und das ist wirklich sehr fest. Also der Schuh ist jetzt recht robust. Ich habe auch bei ihrem Schuh vorne diese rechte Masche gestrickt und bei allen anderen Patches habe ich das nicht gemacht. Beim ersten Schuh fand ich das ganz lustig. Ich habe mit dem unteren Patch angefangen, auch so ein bisschen als Maschenprobe, habe dann entschieden, dass ich die anderen Patches mit zwei Maschen weniger mache. Und dann hat sich das gerade so ergeben, dass auf diesem Patch überhaupt kein Gelb war. Und ich weiß, dass meine Schwester diese Kombi aus Lila, Gelb, Pink ganz interessant fand, aber es ist eigentlich auch nicht so richtig ihr Ding. Und ich dachte, wenn überhaupt, dann trägt sie es an den Füßen. Und ich fand es aber ganz schön, dass da vorne, wo sie eben am meisten drauf guckt, dass da kein Gelb drin war. Und beim zweiten hat es fast geklappt. Also da war auch unten an der Sohle war ein bisschen weniger Gelb. Und dann hatte ich aber hier alles Lila und Pink. Und dann ganz zum Schluss, da kam dann so ein bisschen Gelb noch dazu. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, das stört sie nicht. Und ja, und die Hausschuhe sind fertig. Ich habe heute Morgen den letzten Patch noch schnell gestrickt, damit ich die hier zeigen kann und dass sie die dann auch wirklich kriegen und anziehen kann. Ja, das alles, was ich fertig gekriegt habe in den letzten anderthalb Wochen. Und dann mache ich mit den Sachen in Arbeit gerade mit meinen Hausschuhen weiter. Da hatte ich ja den ersten gezeigt. Und bei dem zweiten war ich so weit, als ich dann entschieden habe, erst für meine Schwester welche zu stricken. Also die vorderen zwei, eine an der Seite und an dem zweiten seitlichen bin ich jetzt gerade. Die kann ich jetzt in Ruhe immer mal so nebenbei stricken. Das ist ganz gut nebenbei zu machen. Ansonsten habe ich an den zweifarbigen grünen Socken, die ich letztes Mal nicht gezeigt habe, weiter gestrickt. Da war ja auch der erste schon fertig. Das ist auch für die Aktion Grüne Socke für den Eierstockverein, Eierstockkrebsverein Deutschland oder so ähnlich. Ist unten verlinkt, wenn ihr grüne Socken stricken und spenden wollt. Ich habe jetzt an der zweiten Socke den Schaft fertig gestrickt und habe gestern Abend die Ferse gestrickt. Und jetzt kommt der Fuß und ich will mich bemühen, die möglichst schnell jetzt fertig zu machen. Die sind also auf der Prioritätenliste jetzt ganz nach oben gewandert, weil der Verein gebeten hat, jetzt möglichst viele Socken zu spenden, damit sie Nikolaus am 6. Dezember wieder eine Aktion starten können und ganz viele Frauen beschenken können. Und deshalb will ich jetzt mich bemühen, die schnell fertig zu kriegen. Mein Wunsch wäre, dass ich nächsten Montag die fertige Socke zeigen kann und dass ich dann mit den Socken, die hier auch abgegeben wurden, dann ein ganzes Paket weitergeben kann. So, dann habe ich an meiner Patentsocke weitergestrickt. Da hatte ich ja letzte Woche
die Spitze angefangen und die habe ich natürlich fertig gekriegt. So sieht die Patentsocke auf einem Fuß aus. Man sieht, sie passt. Der Fuß ist ziemlich groß. Meine Ferse ist ungefähr hier, aber das passt dann eben auch. Und ich habe die Spitze jetzt eigentlich, also ich habe am Anfang die Abnahmen relativ schnell gemacht, weil ich recht viele Maschen hatte. Und dann bin ich eigentlich zu dem System übergegangen wie bei einer normalen Sternspitze und habe also die Anzahl der Runden, die ich dazwischen gestrickt habe, abhängig gemacht von der Anzahl der Maschen, die ich zwischen den Abnahmen hatte. Und ich finde, das sieht sehr schön aus. Das ist unglaublich dick, dadurch, dass das eben dieses Double-Face-Stricken ist und ich jetzt zwei Lagen normale Sockenwolle da vorne habe. Und da ich sie nicht verbunden habe, kann ich jetzt eine Spitze hier rausziehen und eine Spitze hier rausziehen. Das ist ganz witzig. Ob es schlau ist, dass ich sie nicht verbunden habe, weiß ich nicht, weil wenn man sie dann so anzieht, dann muss man die erstmal zurechtfummeln, dass das schön ineinander sitzt. Mein Stricktreff, irgendjemand in meinem Stricktreff hatte die Idee, ob ich nicht da vorne ein zweifarbiges Muster stricken will, wenn ich schon Double Face stricke. Die Idee fand ich gut, aber die Umsetzung war mir in dem Moment zu so kompliziert, weil ich da noch am Tüfteln war, wie ich die Abnahmen verteile. Und bei der zweiten Socke bin ich dann vielleicht eher dazu in der Lage und bereit und werde aber wahrscheinlich jetzt kein dolles Muster oder so oder Bild oder irgendwas stricken. Meine Schwester hat die Idee, ob ich einfach so verteilt Pünktchen mache, einfach um die beiden Lagen zu verbinden und auch einfach eben, damit es ein bisschen lustig aussieht. Und die Idee gefällt mir ganz gut. Wenn ich mich daran erinnere, wenn ich mit der zweiten fertig bin, dann mache ich das wahrscheinlich so. Soweit bin ich mit der zweiten. Das kann also noch dauern, bis ich soweit bin. Von daher schauen wir mal. Ja, und dann habe ich noch was Neues angefangen. Ich will eigentlich nicht so viele neue Sachen anfangen und mehr Sachen fertig machen, weil im Moment ganz, ganz viele Projekte gar nicht zum Zuge kommen, aber so ganz schaffe ich es einfach immer nicht. Und ich wünsche mir schon ganz lange ein paar blaue und oder schwarze Beinstulpen und hatte dann irgendwann überlegt, dass ich zweifarbiges Patentstulpen mache, eine Seite schwarz, eine Seite blau und hatte eigentlich an einfarbig gedacht. Und dann hatte ich letztens dieses wunderschöne Knäuel aus der Regenwald-Serie in der Hand und ich finde die Farbe einfach grandios. Und witzigerweise finde ich die bei der Sechsfach noch schöner als bei Vierfach, obwohl die eigentlich gleich ist. Ich weiß manchmal nicht, was da so diese subtilen Unterschiede sind. Auf jeden Fall ist das eine ganz ähnliche Farbe, wie ich auch schon in meinem Raglano verstrickt habe. Und ich habe dann gedacht, eigentlich brauche ich nicht noch ein Oberteil oder Pullover in der Farbe. Und dann kam meine Schwester auf die Idee, ob ich damit nicht die Beinstulpen machen will, von denen ich schon so lange geredet habe. Und das habe ich jetzt angefangen. Ich habe jetzt erstmal ein blaues Bündchen gemacht. Jetzt stricke ich zweifarbiges Patent. Und am anderen Ende kommt dann ein schwarzes Bündchen und dann kann ich mich entscheiden, welches Bündchen ich oben oder unten trage, ob ich das Bündchen dann beim Tragen einklappe oder ausklappe und habe dann eben eine Seite, die mehr schwarz aussieht und eine Seite, die mehr blau aussieht. Und da ich sehr viele Sachen habe, zu denen entweder schwarz passt oder die blau haben, habe ich dann ein paar sehr vielseitige Beinstulpen und friere dann im Winter hoffentlich weniger. Also, sobald die dann irgendwann fertig sind. So, das ist alles, was ich an Socken und sockenähnlichen Projekten in Arbeit habe. Dann habe ich an der grauen Jacke mein einziges Nicht-Sockenwoll-Projekt ein bisschen weiter gestrickt. Das ist ja im Moment relativ langweilig. Ich hatte die Ärmel fertig und muss jetzt das Vorderrückteil, es geht einfach glatt rechts runter, einfarbig, ohne Muster. Sehr ungewöhnlich für mich. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Andererseits will ich die Jacke gerne haben. Da hatte ich ja letztes Mal das Knäuel, was vom Ärmel übrig war, angestrickt. Das habe ich auch fertig gekriegt. Das war nicht so sehr viel. Das war von hier bis hier. Und hier habe ich jetzt das nächste ganze Knäuel angestrickt. Und ja, also das Knäuel und noch zwei Knäuele habe ich. Mal gucken, wie lang die Jacke dann ist. Und dann kommt das schwarze Perlmusterbündchen dran und dann kommt der Spaß mit dem Schalkragen rausstricken. Naja, schauen wir mal, wann ich dazu komme. Dann habe ich ein klitzekleines bisschen an meinem Carnaby Crochet Along weitergehäkelt. Das ist dieses wunderschön bunte, fröhliche Häkelprojekt, was ich unglaublich gerne jetzt anziehen möchte.
Ich habe entschieden, der Ärmel ist lang genug, auch wenn es nur ein Dreiviertelärmel ist. Irgendwo muss man ja auch seine Armstulpen tragen können. Ich habe mit einer schwarzen Kante aufgehört. Ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen unempfindlicher. Ich habe an den Seiten was dran gehäkelt, was nicht in der Anleitung steht, und habe versucht, das so ein kleines bisschen zu variieren. Ich habe hier unten feste Maschen, dann halbe Stäbchen, dann ganze Stäbchen, damit es hier oben ein bisschen breiter ist. Ich weiß nicht genau, ob es reicht. Vielleicht muss ich da noch einen Tucken dran häkeln. Und dann ist hier oben aber diese Kante, die das begradigt, damit ich das dann am Vorderrückteil annähen kann. Zweiten Ärmel habe ich noch nicht angefangen, steht auch ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste. Und ich werde dann tatsächlich die Farben sortieren. Das heißt, ich habe ja jetzt jede Farbe dreimal gehäkelt. Und das heißt, beim zweiten Ärmel mache ich dann grün, 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 orange, 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 pink, pink, pink und so weiter, dass ich die Farben dann sozusagen sortiert habe. Dann habe ich zwar unterschiedliche Ärmel, aber nicht so wahnsinnig unterschiedliche Ärmel. Und in der Mitte ist ja sowieso alles kreuz und quer total bunt durcheinander. So, das war das Gehäkelte. Dann habe ich noch was Neues angefangen. Und zwar, wissen ja die meisten wahrscheinlich, dass ich gerne diese Gnome stricke oder auch Wichtel, die Sarah Shearer von Imagine Landscapes immer gerne designt. Und da wird es ab dem 1. Dezember den nächsten Mystery Gnome geben, also den Geheimniswichtel. Und ich habe die Anleitung schon gekauft, aber ich kann ja nicht loslegen, weil es die Anleitung noch nicht gibt. Und dann habe ich mir gedacht, um mir die Wartezeit etwas zu verkürzen und zu versüßen, stricke ich einfach einen anderen Wichtel. Und die erste Anleitung, die ich mir von ihr gekauft habe, heißt Here We Gnome Again. Und das ist dieses geniale Zopfmuster. Ich habe das schon mal in Rot gestrickt und jetzt gibt es den grünen Bruder dazu. Und dann habe ich mir gedacht, dann stricke ich den so zwischendurch nebenbei so ein bisschen, um mir die Wartezeit zu versüßen. Und ich habe eine Anfrage gehabt, ich glaube auf Instagram, da wurde ich gefragt, ob ich schon weiß, welche Farben ich benutze für meinen Geheimniswichtel. Und die Antwort ist, ich weiß es noch nicht genau, aber ich habe eine Idee. Und die hängt mit dem nächsten Projekt zusammen, und zwar dem Slipstravaganza, dem Knitalong von Stephen West, den ich da fleißig noch am Mitstricken bin. Das war ja auch ein Geheimnis-Knitalong, ein Geheimnis miteinander stricken. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Ich denke, jetzt brauche ich keine Warnung mehr auszusprechen. Jeder weiß, wie es aussieht. Ich halte es mal so ein bisschen hoch. Ich habe extra ein zweites Seil eingezogen, dass man mal so ein bisschen so einen Eindruck kriegt, wie groß die ganze Geschichte wird. Also recht groß, wie man sieht. Aber ich sage immer, bei 500 Gramm Wolle ist es ja auch kein Wunder. Und ich bin am Überlegen, ob ich den Wichtel aus den Resten aus diesem Tuch stricke. Muss ich natürlich gucken, wie viel Wolle übrig ist, wenn ich fertig bin. Deshalb kann ich mich da noch nicht festlegen. Wenn ich genug Wolle übrig habe, dann würde ich. Achso, man braucht für den Geheimniswichtel im Dezember vier Farben und empfohlen ist eine dunkle, eine helle und zwei dazwischen. Und mein Gedanke war, wenn ich das Dunkelblau als dunkle Farbe nehme, das Weiß als helle Farbe und das Türkis als mittlere Farbe, dann hätte ich schon drei der vier Farben zusammen und müsste dann aber noch eine mittlere Farbe finden, die zu dem Türkis dazu passt. Und da habe ich jetzt noch nichts gefunden, habe aber auch noch nicht so gründlich gesucht. Aber ich muss vor allem jetzt erstmal weiter stricken, um zu gucken, wie viel Wolle mir überhaupt übrig bleibt. Und jetzt einmal, um zu zeigen, wie weit ich gekommen bin seit dem letzten Mal. Das ist ja jetzt der letzte Abschnitt, das war der letzte Hinweis. Da strickt man auf die Dreiecke, die man gestrickt hat, jetzt so im Zickzack die Streifen drauf, hat noch zwischendurch wieder diese Hebemaschen. Das ist ja das, was sich durchzieht durch das ganze Tuch. Und ich habe jetzt die Kontrastfarben 1, 2 und 3 fertig gestrickt. Und laut Anleitung würde ich das jetzt nochmal wiederholen. Das wäre dann nochmal weiß, türkis und dunkelblau. Und dann käme ein weißer Eichhorn an den Rand. Und ja, das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Und ich habe mir gedacht, ein Streifen weniger macht jetzt in der Gesamtgröße nicht viel aus, ist aber dann doch ein bisschen weniger Arbeit. Und deshalb habe ich entschieden, dass ich jetzt statt wieder mit weiß anzufangen, dass ich die Farben jetzt zurückstricke. Das heißt, ich mache jetzt wieder türkis, mache danach weiß. Und da bei mir ja Grundfarbe und Kontrastfarbe 1 so gleich sind, habe ich mir dann überlegt, mache ich den Abschluss nicht in der Grundfarbe, was halt dieses gesprenkelte Weiß mit mehr Sprenkel ist, während meine Kontrastfarbe 1 ist weiß mit ganz wenig Sprenkel. Und ich habe mir gedacht, es ist doch bestimmt ganz nett, wenn der Rand ein bisschen dunkler ist, ist dann auch einerseits ein bisschen wie ein Rahmen, andererseits auch ein bisschen unauffällig. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich dann nach dem weißen Kontraststreifen, dass ich dann in dunkelblau den I-Cord-Abschluss mache.
Und das heißt, dass ich von dem Dunkelblau etwas weniger verbrauchen werde, als die Anleitung vorsieht. Also da müsste ich eigentlich auf jeden Fall genug übrig haben. Aber bei Türkis und Weiß kann ich es eben nicht abschätzen. Türkis weiß ich aber, sobald ich diesen Streifen fertig habe, wie viel ich übrig habe. Und das sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Obwohl das immer schwer abzuschätzen ist, so vom Gucken. Und ich muss noch 4 Reihen stricken. Und 4 Reihen mit über 900 Maschen ist halt auch schon eine Menge Kram. Von daher, wie gesagt, das ist momentan meine Idee. Und das ist mein Slipstravaganza. Und alles andere müssen wir jetzt abwarten. Ich bin nach wie vor nicht in Hektik, das Tuch fertig zu kriegen. Andererseits, klar, möchte ich es schon auch gerne fertig sehen und tragen. Aber nach 2 Reihen habe ich meistens dann ganz große Lust auf irgendwas anderes. So, ja, und dann habe ich noch eins. Und zwar habe ich für unseren Knit-Along, den ich hier veranstalte, wo wir die Anleitungen aus der Simple Collection von Tin Can Knits stricken, habe ich jetzt noch was Neues angefangen. Ich habe ja die Sachen, die ich am Anfang gezeigt habe, waren ja auch schon Teil des Knit-Alongs, Mütze, Handschuh und Loop. Aber ich habe jetzt tatsächlich den Flax-Pullover angefangen. Ich habe ja den Flax Light, die dünne Version von dem Pullover, schon mehrfach gestrickt, aber noch nie den dicken. Und meine Schwester wollte den ja auch stricken und dann war das unser gemeinsamer, haben wir sozusagen ein Anschlag-Event an ihrer Geburtstagsparty gemacht, die ja auch aufgrund von Corona recht klein ausfallen musste. Aber dann so in der Familie, wenn man mit Familie feiert, dann kann man eben auch sowas mitstricken, dann noch mit reinbringen. Und ich habe mir jetzt diese Farbe, Glitzerfarbe von Opal rausgesucht. Da habe ich noch recht viel da. Und nehme die doppelt, damit ich auf die Maschenprobe von dem dicken Flax-Pullover komme. Und da habe ich jetzt angefangen zu stricken. Und ich habe die Anleitung insofern abgeändert, dass ich statt einem 1 rechts, 1 links Bündchen 2 rechts, 2 links stricke. Und normalerweise hat der Flex-Pullover ja auf dem Arm so einen Kraus-Streifen. Und da habe ich spontan entschieden, dass ich statt einem Kraus-Streifen ein, zwei rechts, zwei links Streifen mache. Und ich habe mal beim dünnen Flex-Pullover ja schon also zwischen Vorder- und Rückteil auch so einen Streifen gestrickt in Kraus. Und da habe ich jetzt überlegt, das mache ich bei dem Pullover dann auch eben mit diesem Rippenmuster. Ja, allzu weit bin ich noch nicht. Aber immerhin ist der Anfang geschafft. Ich habe so ein klein bisschen mit den Raglan-Schrägen schon angefangen. Und die Anleitung wurde ja insofern noch ein bisschen erweitert, dass man jetzt sich verkürzte Reihen, noch eine Datei mit verkürzten Reihen runterladen kann, um den Pullover eben so zu gestalten, dass er vorne ein bisschen tiefer, hinten ein bisschen höher ist und nicht vorne und hinten gleich ist. Und das will ich auf jeden Fall auch ausprobieren bei diesem Pullover, dass ich das mal gestrickt habe und dass der Pulli dann eben auch ein bisschen besser sitzt. So, das waren jetzt alle Projekte, an denen ich in den letzten 1,5 Wochen gestrickt und gehäkelt habe, aber ich habe noch ein paar Neuzugänge in meinem Laden und die wollte ich euch noch ganz schnell zeigen. Und zwar habe ich einmal bei Wolldackel nochmal neue Farben bestellt und ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, was ich beim letzten Mal schon gezeigt habe, aber ich zeige jetzt mal die Farben, die dieses Mal neu dazu kamen. Und zwar machen Wolldackel ja diese wunderschöne Farbe Aniwaniwa mit dieser Regenbogen und den gibt es jetzt mit Grün. Das ist, glaube ich, diesen Monat die Farbe für die grünen Socken, wo dann, glaube ich, bei jedem Strang, den man kauft, auch wieder ein bisschen für den Verein Eierstockkrebs Deutschland gespendet wird. Musste ich natürlich auch mit dabei sein und einige meiner Kunden wollten die Farbe auch unbedingt haben. Und es gibt Aniwaniwa Türkis. Und da ich ja so ein ganz großer Türkis-Fan bin, musste ich die auch unbedingt haben. Die Farbe ist in Wirklichkeit etwas grünlicher. Also hier auf dem Bildschirm und auch auf der Website, als ich die Farbe angeguckt habe, wirkt es deutlich blauer. Aber auch dieses etwas grünlichere Türkis ist wunderschön. Und ich will nicht so viel Neues anfangen, aber ich freue mich schon drauf, irgendwas aus dieser Farbe zu stricken. Und dann habe ich diese Farbe bestellt für eine Kundin, die heißt Süßes oder Saures. Und die ist auch super klasse. Und die Kundin will die Farbe zusammen mit der Pandora verstricken. Das ist ja dieses ganz kräftige Lila-Pink. Und das wird, glaube ich, auch ein ganz, ganz tolles Projekt. Und die anderen beiden, die Aniwaniwa-Stränge, hatte ich auf der Extrafein bestellt. Das ist das Sockengarn aus Merino-Wolle. Und das ist aber die Pure. Das ist eine reine Merino-Schurwolle, die ein bisschen kürzer läuft als die Sockenwolle und so ein High-Twist-Garn.
Garn ist, also die ist ein bisschen fester verzwirnt. Das ist auch das Garn, aus dem meine Schwester ihren Slipstravaganza von Westmitz strickt, und die fühlt sich auch beim Stricken ganz toll an. Ich habe ihr Strickzeug ein paar Mal in der Hand gehabt, wenn ich kleine Fehler verbessert habe, und jedes Mal gedacht, boah, ist die schön. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn ihr Schal fertig ist. Und spätestens dann kommt sie auch mal dazu hier beim Podcast, und dann zeigen wir unsere beiden Schals und noch dies und das, und sie kann sich mal ein bisschen vorstellen. Genau. So, dann habe ich noch ein paar neue Farben von der Luxury Lace bestellt. Das ist dieses Garn. Das sind 70% Baby-Alpaka, 20% Seide und 10% Kaschmir. 800 Meter auf 100 Gramm. Die ist so unglaublich weich. Also die Wolle muss man eigentlich angefasst haben, um das zu verstehen. Das ist die Farbe Tyson. Und ich hatte beim letzten Mal schon bestellt, ich weiß nicht genau, ob ich es gezeigt hatte. Das ist die Farbe Nigel und das ist die Farbe Sigurd. Und ich fand die beiden Farben schon sehr schön zusammen. Aber jetzt, als ich die Farbe gekriegt habe, also das ist auch eine ganz tolle Kombination. Es ist jetzt auf dem Bildschirm ein bisschen weniger Kontrast als in Wirklichkeit. In Wirklichkeit ist der Kontrast ein bisschen deutlicher zu sehen. Aber man kann beide diese Farben auch mit dem Blau kombinieren, oder man könnte auch alle diese drei Farben kombinieren. Also das ist ein wunder, wunder, wunderschönes Garn. Kann man den ganzen Tag mit kuscheln. So, und ganz schnell, es gibt von Opal noch eine Neuheit. Und zwar haben sie zum ersten Mal die Schafpatenwolle in sechsfach produziert. Schafpatenwolle ist ja Wolle von deutschen Schafen, die in der Schwäbischen Alb rumlaufen. Und die ist komplett in Deutschland produziert, gefärbt, hergestellt und so weiter. Und die gibt es jedes Jahr in vierfach eine neue Serie mit acht verschiedenen Farben. Und jetzt haben sie zum ersten Mal die Wolle in sechsfach produziert, haben sechs Farben aus 10 Jahren Schafpatenwolle ausgesucht. Und das ist ein Sonderartikel, den man nicht im Webshop bekommt. Es gab eine E-Mail an alle, die das Opal-Abo haben. Die konnten die Wolle bestellen. Und ich habe von meinem Großhändler eben davon erfahren, dass ich als Laden die auch bestellen kann. Und natürlich habe ich sofort bestellt. Also ich bestelle in der Regel alles, was sechsfach ist, und ich bestelle alles, was Schafpate ist. Und die Kombination musste ich natürlich haben. Und das sind also die Farben, die es da gibt. Das ist so ein Rot-Pink-Grau. Wunderschön. Das ist, was ich immer so sagen würde, die typische Männerfarbe, aber eben auch so eine schöne neutrale Farbe mit Grau und ein bisschen Braun drin. Die Farbe, das Blau, so ein typisches Opalblau, das ist die einzige Farbe, die ich auch in dünn da habe. Weil das ist eine Farbe aus der Geburtstagsparty. Das war letztes oder vorletztes Jahr die Serie. Auf jeden Fall hatte ich da meinen Laden schon, und deshalb habe ich die Farbe auch in vierfach. Dann gibt es dieses fröhliche Blaugrün, würde sich auch wunderbar für grüne Socken eignen. Dann gibt es eine helle Farbe, die sehr, sehr schön ist. Mit so ein bisschen bunt mit drin. Also das könnte ich mir super schön auch für Babysachen vorstellen oder auch für ein fröhliches, helles Oberteil oder auch für helle Socken, warum nicht? Und meine Lieblingsfarbe ist der Regenbogen. Ich mag es einfach bunt. Ist jetzt kein so klassischer Regenbogen, ist ein bisschen mehr vielleicht wie Buntstiftfarben, aber ja, sobald ich Zeit und Muße und die richtige Idee habe, wird die Wolle wahrscheinlich auf meine Nadeln kommen. Ja, das nur ganz kurz noch an Neuigkeiten in meinem Laden. Ja, genau. Das war alles, was ich euch heute zeigen wollte aus den letzten 1,5 Wochen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss!